überzeugt, in einer halben Stunde. Man kann es einen historischen Akt bezeichnen. Die 1899 gebaute Brugger Murinsel Kraftwerksanlage konnte am 29. Oktober 2021 nach einer zweijährigen Umbauphase im Rahmen einer Feierstunde seiner Bestimmung übergeben werden. Herr Bürgermeister, ein Jahrhundertprojekt geht wieder in Betrieb. Ein Jahrhundertprojekt im wahrsten Sinn des Wortes. Im Jahr 1900 hat die Brugger Politik sich entschlossen, gegen Widerstände damals ein Wasserkraftwerk zu errichten. Jetzt, 120 Jahre später, haben wir dieses Wasserkraftwerk erneuert. Wir haben hier aus dem Staubereich ein Kraftwerk gemacht, das Energie produziert, und haben das alte Kraftwerk renoviert. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung klimapolitisch und eine ganz wichtige Entscheidung für die Stadt Brugg und der Mur. Es können rund 10.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt werden, und das ist wichtig. Und ganz besonders in der Zeit, wo wir alle vom Klimawandel reden, von der Dekarbonisierung, glaube ich, ist das eine wichtige und eine wegweisende Entscheidung. Und in 120 Jahren wird wieder ein Bürgermeister dastehen und dann wieder Investitionen setzen und tätigen. Und so geht es über viele Generationen hinweg. Ich bin heute richtig froh und glücklich. Die Stadtwerke Brugg investierten 28 Millionen Euro, keine Kleinigkeit für ein mittelständisches Unternehmen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir brauchen uns von niemandem verstecken, aber von unserer Größenordnung her ist das eine Investition, die natürlich einen starken Finanzierungspartner bedarf. Und wir haben hier mit der Raiffeisen Landesbank Steiermark verbunden, mit der örtlichen Bank Raiffeisen Brugg Leom, wirklich einen sehr tollen Partner gefunden, der uns da wirklich tatkräftig unterstützt hat, der immer mit uns auf Augenhöhe gesprochen hat, immer dieses Projekt auch als langjähriges, als Jahrhundertprojekt genauso gesehen hat, auch wenn ich das Wort immer wiederhole, aber es ist ein Jahrhundertprojekt, und der jetzt nicht nur darauf aus war, schnell eben zu sagen, okay, es muss in 10, 15 Jahren amortisiert sein, das ist bei so einer Investition nicht der Fall, sondern der hier diese langfristige Finanzierung mitgetragen hat, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ziel dieses Projekts war die Anpassung der bestehenden Anlagen an die neuen Maßstäbe der sauberen Energiegewinnung. Was waren die größten Herausforderungen, dieses Jahrhundertprojekt realisieren zu können? Die größte Herausforderung war, das Wasserrecht zu bekommen für 90 Jahre. Das heißt, die in die Jahre gekommene Anlage neu zu planen von der Behörde, die positiven Gutachten zu bekommen und schlussendlich eben einen Bescheid für weitere 90 Jahre, um den Betrieb abzusichern. Baulich gesehen war die Herausforderung die Wasserhaltung. Die zwei Baumleitungen, die gemacht werden mussten, weil wir ja durch die beengten Verhältnisse das Projekt hier nur halbseitig bauen konnten. Das heißt, wir mussten zuerst auf der rechten Uferseite zwei Wehranlagen errichten, dann hinüberwechseln auf die andere Seite, dann das Kraftwerk, also das Krafthaus mit der dritten Wehranlage und den Einlauf in den Oberwasserkanal errichten. Das heißt, zwei vollwertige Baumleitungen, das war sicherlich die Herausforderung, die von den beteiligten Firmen bestens gemanagt wurde. Was an der neuen Wehranlage besonders zu betonen ist, dass das Überwasser zur Stromgewinnung durch den Einbau zweier Kaplan-Turbinen genutzt wird. Daher die Kapazität von 25 auf 36 Millionen Kilowattstunden pro Jahr angehoben wird. Ein Jahrhundertprojekt geht also wieder in Betrieb. Die Voraussetzungen 1899 und 2021 grundlegend anders, wie in der Chronik nachzulesen ist. Wie vor 100 Jahren die Stadtväter und Menschen, die es erbaut haben und errichtet haben, das ein Jahrhundertprojekt ist, wobei die damals es viel, viel schwieriger gehabt haben, weil das ja ganz am Anfang gestanden ist, so haben wir jetzt, wir partizipieren jetzt davon, dass Strom eigentlich ein täglicher Gebrauchsenergie ist, aber mit Blickrichtung auf die nächsten 90 Jahre Wasserrecht sorgen wir schon jetzt dafür, dass auch die nächsten 90 Jahre, also das sind 4, 5 Generationen, Bruckerinnen und Brucker wiederum auf eine gesicherte Stromerzeugung zugreifen können. Und das ist, glaube ich, schon ein Jahrhundertprojekt zu bezeichnen.